Eigentlich hätten ja alle Impfstoffe gerecht in Europa verteilt werden sollen. Darauf hatten sich die Mitgliedstaaten schon letztes Jahr geeinigt. Doch mit Fortschreiten der Impfungen wird der Unterschied im Tempo immer deutlicher. Das, so sagt die Bundesregierung, hat auch mit einem Verteilungssystem zu tun, bei dem sich einige Staaten offenbar mehr Impfstoff früher sichern konnten. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat deshalb den zuständigen Sonderbeauftragten im Ministerium, Clemens Martin Auer, aus den europäischen Gremien abberufen. Harald Jungert-Meyer und Regina Pöll mit den Einzelheiten. Clemens Martin Auer war einer der beiden Spitzenbeamten, deren sofortige Suspendierung die ÖVP am Wochenende verlangt hat. Auer war Österreichs Impfsonderbeauftragter und stellvertretender Vorsitzender im EU-Steuerungsausschuss aller Mitgliedstaaten bis heute. Da gibt Gesundheitsminister Rudolf Anschober im ORF-Radio dessen Rückzug aus der Funktion bekannt. Auer habe es unterlassen, ihn darüber zu informieren, dass Österreich zusätzlichen Impfstoff bekommen hätte können. Auer ist davon ausgegangen, dass 31 Millionen Dosen ja eine Mehrfachüberbestellung sind und das reichen müsste für Österreich. Mir geht es darum, ich hätte die Information haben müssen. Ich habe deswegen gestern das Gespräch mit ihm geführt und er hat von sich aus mir angeboten, dass er sich aus dieser Impfkoordination zurückzieht. Im Vorjahr hat Österreich ursprünglich 24 Millionen Dosen im Rahmen der gemeinsamen EU-Impfstoffbeschaffung bestellt. Im Jänner stieg die Zahl über Zusatzverträge auf 31 Millionen. Aus einem Zusatztopf an Dosen, die andere Länder nicht abgerufen haben, hätte Österreich laut Gesundheitsministerium bis Juni noch einmal rund 100.000 Dosen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes beziehen können, wäre die Entscheidung durch Auer nicht anders gefallen. Der Bundeskanzler zeigt sich heute mit Anschobers Reaktion zufrieden. Ich bin froh, dass personelle Konsequenzen im Gesundheitsministerium gezogen worden sind, denn es kann nicht sein, dass wir als Regierungschefs auf europäischer Ebene vereinbaren, alle Länder bekommen gleich viel Impfstoff zur gleichen Zeit und Gesundheitsbeamte setzen sich dann darüber hinweg und schließen hier Vereinbarungen, die zum Nachteil Österreichs sind. Auer selbst war für die ZIB2 heute nicht erreichbar. Ihm ist als Impfstoff-Sonderbeauftragte die Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit Katharina Reich nachgefolgt. Die rund 100.000 Dosen, die Österreich liegen gelassen hat, hätten kaum Auswirkungen, sagt sie. Für unseren unmittelbaren Impfplan bedeutet das in Wahrheit nur eine Verzögerung von 1 bis 2 Tagen. Im Gesamtkontext, dass wir jetzt ab dem zweiten Quartal ca. 6 Millionen Dosen Impfung zur Verfügung haben und die wirklich schnellstmöglich an die Frau und an den Mann bringen müssen, glaube ich, dass es hier jetzt nicht um 1, 2 Tage geht. Tatsache ist, jene EU-Länder, die wie Österreich und Bulgarien beim Impfstoff stärker auf AstraZeneca gesetzt haben, sind bei den Lieferungen gegenüber denen im Hintertreffen, die wie Malta und Dänemark von BioNTech Pfizer gekauft haben, was sie bekommen konnten. Ausschlaggebend ist die Bestellmenge. Kanzler Kurz drängt jetzt darauf, dass doch noch ein Pro-Kopf-Modell kommt. Noch im zweiten Quartal soll die Auslieferung stärker auf die Bevölkerungszahl ausgerichtet werden. Eine Einigung unter den Mitgliedstaaten steht freilich noch aus.